dich hin! Da, zu deinen Freunden! Ich wollte gerade sagen, der findet es, glaube ich, nicht so toll, was ich mit seinen Freunden anstelle. Ja, hier. Kannst gleich mit dem weitermachen. Yay! Ich glaube, das war so ein freiwilliges Opfer. Hier, nimm mich! Schlachte mich ab! Er wollte Märtyrer werden. Ich wollte doch nur gucken. Wie? Mehr als einer? Ja, ja. Ah, nee. Ach, mehr. Ach, so. Ein Märtyrer. Ach so, ein Audi? Ja, oder? Ja, keine, auf jeden Fall keine BMW Isetta. Ah, nee. Der hat nur eine Tür. Das sieht auch nicht cool aus. Herzlich willkommen zurück zu The Forest. Heute... Willkommen zu den Nachrichten. ...mit komischen Wasserrutschenfallenhäusern von Eingeborenen. Wahrscheinlich wieder vielen Alligatoren, wie sie da hinten schon sich rumschlängeln. Und, ja, mir, der wieder nichts auf die Reihe kriegt und den anderen beiden, wovon der eine gerade noch tot ist und der andere, Ich lebe schon längst wieder. Kommen wir nun zum Wetter. Der andere ins Es ist wolkig. Mit Aussicht auf Fleischbällchen? Nee. Oh, ich habe das riesige Loch gefunden. Welcher Film? The Sinkhole. Ja, das ist direkt neben der Flugzeugabsturzstelle. Mal bitte dippen. Einmal reindroppen. Wollen wir einmal hin? Einmal so ein bildungsauftragsmäßig? Vielleicht sollten wir erstmal hier ein bisschen was machen. Ja, soll ich reinspringen? Nein, ja, mach mal. Du kannst sowieso nicht reinspringen. Gönn dir. Oder kann man das inzwischen? Kann man reinspringen? Ich fall gerade. Oh, achso. Scheiße. Oh Mann, Spoiler. Alter, du fällst ja richtig tief. Spoiler mal hier nicht, man kann da reinfallen. Da drin sind irgendwelche Fettklops. Ja, nee, komm, dann lass, weil dann bitte jetzt nicht spoilern. Genau, Torben möchte ja selbst sterben. Lass dich einfach töten. Ja, ich bin ist tot. Aufprall. Okay, man kann da nicht reinspringen, weil man ist tot. Okay. Ich bin man im kommt Flugzeug durch, auf die Fresse gefallen. Man kommt irgendwie in das Sinkhole. Dadurch auch fast gestorben. Ist immer gut. Ja. Hast du den Bau von dem anderen Logsled da abgebrochen? Irgendjemand hat mich angeschrien. Ach, nicht. Fabian. Ja, nein. Oh. Sorry. Ja, dann lauf nochmal hin. Nee. Das mache ich jetzt. Right. Das kannst du mal schön vergessen. Da müssen wir jetzt noch ein paar Sticks sammeln das und einen neuen bauen. Müssen wir jetzt einen neuen bauen. Weil sonst dauert das Logsfahren ein bisschen länger. Ja. Ja, war vielleicht keine so gute Idee, weil ich habe jetzt auch meine Flugzeugachse nicht mehr. Anscheinend habe ich das Spiel irgendwie kaputt gemacht. Machen. Ja, dann, connecte doch mal neu. Nee, du hast die Flugzeugachse nicht mehr. Das ist so, wenn du startest, wenn du gestorben bist. Du musst das. Kriegst es erst wieder, wenn du deine Leiche plünderst. Oh, viel Spaß! Die eine wird von Alligatoren gerade zerfleischt und die andere liegt tief unten in dem. Ich baue einen neuen Logsled. Mit irgendwelchen fetten Dinosaurier-Menschen. Ist aber, glaube ich, noch so ein Prügelstab umliegen. Dafür brauche ich natürlich erstmal ein paar Sticks. Aber sonst kannst du ja auch einfach hier einen Arm nehmen oder so. Die hoffe ich hier im guten alten eingeborenen Lager zu finden, indem ich da jetzt einfach gerade mal ein paar Effigies gleich mal kaputt schlage. Ein Rockholder. Ich pack da mal Rocks rein. Rocks. So. Boah, wir sollten doch irgendwie hier Licht machen. Oh, bei mir raschelt es unangenehm. Brauchen wir auf jeden Fall Skull-Lamps. Ja. Der Schädel haben wir ja wohl genug, ne? Gibt zwei.
Aber dazu müssten wir halt bisschen was gebaut haben, damit wir das heranbauen. Meint ihr Totenschädel, die man dafür braucht, oder? Ne, also ja, Schädel halt. Okay. Also keine Köpfe. Schade. Aber mit Köpfen kann man Schädel machen, also ist egal. Muss sie nur grillen. Ja. Was denn das Wort ist? Grillst einen Kopf, kriegst einen Schädel. Macht eigentlich sogar Sinn. Ja, weil halt das Fleisch runterbrennt, quasi. Aber ich hab 4 Schädel bei mir. Burn, Motherfucker. Siehst du das da weit am Horizont? Ich? Weit am Horizont? Ah, das klingt nee, nicht so nach mir. Stimmt. Okay, das kann ich nehmen, das nehme ich. Ist einfach nicht so mein Style, weißt du? Noch ein bisschen Aloe Vera. Mir sieht mir nicht ganz so ähnlich. Ich habe andere Vorlieben. Echt? Was? Ja. Nur String. Ja. Mann, jetzt sind die Sticks hier schon im eingeborenen Lager rar. Wo ist denn hier? Hier gibt's gar keine Effigies. Ja, haben wir auch alle kaputt gemacht. Oh Mann, Leute. Aber ich dachte immer, die werden nicht synchronisiert. Ja, aber wir waren ja alle da schon. Das stimmt. Also denke ich mal, dass du auch alle kaputt gemacht hast. Wahrscheinlich. Schlau wie ich bin. Ja, wenn keiner von euch mich da ausbremst, muss ich das mal selber tun, ne? Was? Alter Wildschwein, scheiß mich nicht von hinten an. Was? Nein, nein, dich meinte ich nicht. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, das weil mit ich dem hab, Ausbremsen. Ja, weil ich gerade gesagt habe, dass ich schlau bin. Ach so. Obwohl ich was Dummes gemacht habe. Robin, du sollst doch keine Lügen erzählen. Wissen Sie überhaupt, wer und was ich bin? Fertig. So etwas Geiles hat der Franz noch nie zu mir gesagt. Oh, schon fertig. Passt noch was drauf? Ja klar, da passt noch. Zwei noch, ne? Eins. Doch, zwei sollten. Ich klopfe mir gerade zusammen am Baum. Ne, ich mach den Baum schon kaputt. Aber kann das sein, dass dann nichts Neues mehr wächst, wenn man den Baumsturm wegnimmt? Wieso sollte? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es wird eher Sinn machen, dass es nichts Neues wächst, wenn man keine Baumstümpfe kaputt macht. Ja, ich weiß, aber wer weiß, weil die Baumstämme sind ja letztendlich sozusagen dann noch für das Spiel wieder eine Spawn-Area, oder nicht? Noch ein Baum. Wo sind die? Hier. Hier, da liegen noch zwei, die kann ich nehmen. Warte, hier passt noch einer drauf. Achso, so, soll ich den Logsled nehmen und du die anderen? Ja, okay. Ja. Unsere Basis ist jetzt mit einem grünen Fähnchen, mein. So, jetzt bist du aber. Warte! Hier. Bei mir ist das pink. Ah, ne, bei mir ist es weiß. Weiß, okay. Ja. Ja, das ist für jeden Spieler anders. Oh, ich glaube, da hinten ist jemand. Komm. Komm. Oh, das ist Chris, komisches Feuer, was er da gemacht hat. Oh, das ist Chris. Der ist ganz helle. Das ist Chris. Du bist richtig helle, habe ich mir sagen lassen. Oh, warte, den überfahre ich mal glatt mit dem Logsled hier, den eingeborenen. Ach, mach ihn nicht wieder kaputt. Alter! So, ich wollte mal versuchen, die mit dem Logsled zu überfahren. Ja, bringt aber nichts. Er geht einfach durch, ne? Ja, aber warum versuchst du denn wieder Sachen? Dann landet er gleich wieder im See. Ist was dran. Muss ich zugeben, ist was dran. Ich meine, irgendwie alle Sachen, die du dummes mit dem Logsled gemacht hast, endet darin, dass es im See landet. Ja, das liegt daran, weil ich auch erst eine Sache mit dem Logsled gemacht habe. Ja, ich weiß. Was ist das? Alle. Warte. Was hier? Alle Ureinwohner werden jetzt bitte gebeten, das Grundstück zu verlassen. Was? Dankeschön. Ein Boneholder. Oh, cool. Torbjörn? Ja. Wenn du mit dem Walkie-Talkie sprichst, können nur wir dich hören.
Ja, ich weiß, es kommt nicht die. Rüber. Es kommt auch wieder rüber. Nee. Was, was? Ich bin schon wieder. Ne. Ich bin schon wieder tot. Ich glaub das nicht. Ich will endlich eine gute Axt haben, meine Fresse. Das nervt richtig mit dem Teil hier. Was denn? Ich kämpfe die ganze Zeit mit der Steinaxt oder mit der Waffe? Ich kämpfe mit der Flugzeugaxt. Ich weiß nur nicht. Vielleicht kämpfst du falsch. Ja, ich krieg das nicht hin mit der Flugzeugaxt. Ich schaff das. Ich schaff damit nicht, schneller zu sein als die. Hä, also, man kann damit so durchspammen. Sonst nimm das Teil, was die Eingeborenen mit sich rumtragen. Das ist dann doch ganz gut. Ja, der Club. Mhm, dieser Schädel mit den Federn. Obwohl, stimmt, das ist lustig. Ich habe die Flugzeugaxt bekommen. Hm? Naja. Ah, voll witzig. Naja, aber er hat ja keine bekommen. Was war das? Deine Mutti. Essen ist fertig. Ach so. Boah. Ich will noch Arme. Gibt's heute wieder lecker. Habt ihr hier irgendwo Leichen wieder für mich? Liegen da. Ich hab dir meine Leichen da hingelegt. An die übliche Adresse. Ah, okay. Ah. Okay. Hast du wieder an die übliche Adresse gesendet? Meinst du, Ela? Doktor? Wo hast du den Dings hingepackt? Ach so. Hä, was? Okay, wir müssen dann noch also ein bisschen mehr. Den Dings hab ich zum Bums gepackt. Ja, ich weiß. Hab ich gesehen. Damit wir ein vollständiges Dingsbums haben. Du! Och nö. Oh, die wollen scheinbar nicht, dass ich in ihrem... Arm sie! Was? Du hast mir zu viele Arme! Was? Arme? Ich brauche welche. Ich hab hier welche. Lalala. Der hat 6 Stück. Sollten reichen. Ich dachte gerade schon, da liegt so ein komisches totes Wildschwein am Land. Ich hab echt keine Ahnung, wie du schaffst, gegen die Eingeborenen zu sterben. Hey, liegen noch 5... Hier liegen noch 5 Millionen Arme rum. Ja, ich kann nicht. Was hast du? Echt nicht? Ja, ich kann sie aufheben. Ja, ich helf dir. Kopf kommt hier hinten rein. Ich weiß auch nicht, wie das schafft, gegen die Eingeborenen zu sterben. Okay, der ist fertig. Aber irgendwie schafft sie das immer, mich zu hitten. Ja, dann drück doch. Hinter dir ist schon wieder einer, ne? Ja, ich mach das. Ah, ich weiß. Ich hatte gerade überlegt, ob ich es jetzt dann gleich probieren soll, mal wieder, aber. Nicht! Ey, wir kämpfen nicht gleichzeitig! Da gibt's nur Tote! Wir können uns gegenseitig gar nicht killen. Echt? Ich glaube nicht. Soll ich es ausprobieren? Wir müssen es jetzt nicht drauf ankommen lassen, finde ich. Wir können uns auf jeden Fall gegenseitig Schaden machen, das reicht ja schon. Ja, was ist das hier eigentlich? Ist das der Boneholder? Ja, das ist der Boneholder. Ich mach mal was rein. Ist gerade die Fackel gelaufen? Nein. Okay. Das Effigy. Ah, burn, baby, burn. Muss mal was essen. Ich habe ja noch Bären. Ah, doch. Ist doch toll, da. Ah, noch Bären. Also noch Fleisch. Oh, ich sollte mal meine Leiche ein bisschen plündern. Oh, Alter, habe ich ganz viel collected hier. Das glaubst du nicht. Doch. Echt? Ja. Alter, das ist ja wesentlich besser. Achso, aber hat keinen Speed hier, das Ding. So egal. Das Ding von Eingeborenen hat keinen Speed. Nee, das stimmt. Du kannst auch mit dem Ding eh nicht schnell schlagen. Achso, das kann man auch gar nicht. Das kann man noch gar nicht upgraden. Achso. Nee, weil es keine Axt ist. Ja, okay. Spiel sagt nur Äxte kann man upgraden. Und Speere. Sag mal, kann ich denn die Flugzeugaxt, kann ich da ein paar Zähne dran machen? Ja, klar. Oder? Ja, kannst du. Aber wozu? Dann wird sie nur langsamer. Ich weiß, aber ich wollte wenigstens. Ja, aber das macht ja keinen Sinn, wenn haben. Ja und? Wenn dich die Eingeborenen jetzt schon immer zwischendurch treffen, macht es überhaupt keinen Sinn, deine Axt noch langsamer zu machen. Würde ich eher Federn dran machen. Ja. Weil mit einem Hit kriegst du quasi einen Stunlock drauf. Wenn du die ganze Zeit kombost, kam die halt gar keine Chance zu schlagen. Aber den Stunlock, den hat die, glaube ich, sonst normalerweise
Nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, die. Gut, dass ich jeden fertig mache, ohne Leben zu verlieren. Desto schwerer die Waffe, desto höher ist, ist der Stunlock. Ja. Die Fresse. So. Ja, aber du bringst sie ja immer so zum Taumeln, wenn du sie schlägst. Und dann können sie halt nicht angreifen. Beim zweiten Schlag fallen sie immer bei mir hin, dann schlage ich so lange auf sie ein, bis sie tot sind. Okay, will jemand mitkommen wieder zurück mit dem Locksled zum eingeborenen Dorf? Ich habe so eine. Ich benutze die ganz gute Links-Klick-Spam-Technik und hau den immer in die Fresse. Okay. Ich werde weiter mal Leichenberg zu. I tried. Rico. Was ist das? Okay. Lalalala. Okay, ich muss mir ein bisschen Medizin machen. So. Sieben, ich habe jetzt noch neun, acht Medizin. Jetzt stehen so viele Baumstümpfe rum. Weil ich komme mit. Und stirbst du wieder. Weil wir sind ja, weißt du, im eingeborenen Dorf, das ist ja nun einer der wenigen Orte, wo tatsächlich keine Eingeborenen sind. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht gibt es jetzt verlassene Dörfer. Ja. Oder weil wir alle. Warte mal kurz. Warte mal. Wirklich kaputt gemacht haben. Warte! Bin noch hier. Ja, du sollst stehen bleiben. Ganz ruhig, jetzt. Fäll hier nur Bäume. Nein. Er schlägt dich, der Baum. Aber das Dorf ist ja auch nicht besonders gut, weil es gibt halt nur. Das ist ziemlich low, das Dorf. Was machst du? Du rennst da hinten hin und lässt den Locksled hier vorne stehen. Ja, sorry. Warum? Als ich den Locksled dahingestellt habe, habe ich mich noch nicht entschieden, wo ich die Bäume fällen will. Ja, dann mach's doch, bevor du den Locksled hinlegst. Weißt du, so einfach nur von der Überlegung her. Ja, aber wenn ich jetzt sowieso mehrere Bäume im Umkreis fälle, weißt du. Ja, und? Ich finde es nicht so schlimm, die paar Meter zu laufen zu müssen zum Locksled. Die 50? Außerdem fand ich es hier so hakelig, den hier weiter durchzuschieben. Weil du hier hinten fällst. Max mal hier gerade. Danke. Nee, hier. Ich möchte aber auch gerne die jetzt ablegen. Ja, hier sind auch ganz viele. Hier sind auch die anderen Baumstämme. Ich weiß. Kannst du den auch hier hinstellen? So. Warte, ich habe einen Bärenbeutel. Bären sammeln, wenn das hier, wenn das mal geht. Schauen wir mal. Ziehen wir mal die Schneeschuhe. Ich guck mal wieder. Und die Blockanimation ist auch recht schnell. Also, daran soll es eigentlich nicht scheitern. Ah, magst du mal kurz noch den. Ich habe hier gerade noch einen Baumstamm über, der nicht mehr zum Sled passt. Ja, warte, ich komm. Also, ich weiß nicht, vielleicht musst du ein bisschen das Kampfsystem üben. Boah. Ja, ich muss zugeben, ich blocke selten. Ja, also die ist eigentlich relativ schnell. Weil ich damals am Anfang halt eher schlechte Erfahrungen mit den Blocken gemacht habe. Ich meine, damit kannst du halt den kompletten Schlag. Und du musst ja nicht gedrückt werden, wenn du halt nur einmal kurz drückst, um den Schlag zu blocken. Reicht ja. Ich meine, beim Blocken kriegst du halt kein Damage, deshalb ist halt super. Ich hab noch nie geblockt. Echt? Das geht eigentlich. Ich mach meistens Blocken am Anfang. Dann block ich einen Schlag und dann hau ich den Gegner kaputt. Nice. So kriegst du eigentlich nie Damage. Außer es sind jetzt wirklich übertrieben viele. Ja, aber die greifen dich auch irgendwie nie gleichzeitig an. Ich glaube noch einer. Das finde ich super. Ey, du brauchst drei nur. Nice. Das kannst du bei mir reinhauen. Ist das schief hier auch wieder. Ey Chris, was machst du? Aber hier komme ich wenigstens rein. Was? Hier komm ich gar nicht? Geht so nicht! Meine Bäume! Ich hab nichts gemacht.
Was? Kannst du nicht beweisen. Doch. Ich habe es gesehen. Torben, kannst du den Typen damit töten? Den hier? Ja, den. Ja, klar. Wenn er nicht weglaufen würde. Kleiner Usain Bolt. Ich will mal hier abpflanzen. Hast du ihn? Nice. Das ist ein Club. Ja, dafür habe ich mal ein Club. Kannst du das reparieren hier irgendwie? Ich bin der Meinung, ich habe hier gerade mein Fundament ein bisschen zerkloppt. Ja, dann wird's da stehen. Aber irgendwie kann ich sie auch nicht reparieren, also scheint es nicht irgendwie nennenswert kaputt gegangen zu sein. Nee, ist es nicht. Sonst bring ihn mal zu deinem Haus. Sonst wird ja auch ein Dings ein Zeichner sein. Chris, neue Lieferung. Frisch. Cool. Gerade keine Verwendung für, einfach weil ich. Gewohnter Treffpunkt, mein Freund. Ach, verdirbt ja nicht. Nö, er doch, leider, die spawnen. Ach, die 50 Arme. Die sind auch noch nicht despawned. Also ich bin der Meinung, wegen Kochtopf und so sollten wir echt vielleicht natürlich in der nächsten Folge mal eine Expedition zum haupteingeborenen Dorf machen. Also wir sollten auf jeden Fall einen Kochtopf finden. Als haupteingeborenen Dorf, da kriegen wir auch nochmal viel Soda, weißt du? Ja, brauchen wir aber eigentlich nicht. Also Soda ist jetzt wirklich das so das Geringste, was wir bräuchten. Ja, stimme ich zu. Weil wir brauchen halt keine Energie, wir haben Essen, wir haben Wasser. Vor allem die Hoffnung, dass die gute Axt da ist. Das ist auch nicht unbedingt, weil braucht man eigentlich nicht. Also wir bräuchten eigentlich nur einen Kochtopf, worum wir hier weg sollten. Ja komm, füll deine Ausdauer ab, wir müssen sowieso was trinken, komm, einmal ein Soda. Huch, warum Hals? Weiß ich nicht, warum du Hals. Ich verbrenne mal ein bisschen Sachen. Hui! Ja, okay, jetzt hat's nicht mehr. Sehr schön. Kann ich das machen, was ich denke, was ich machen kann? Weiß ich nicht. Was willst du? Ist ein bisschen traurig, dass The Forest nur mit 36 FPS läuft, ne? Echt? Lol. Boah, du hast ja einen Kackrechner. Wieso bei dir nicht? Ich weiß nicht. Ja. Ich hab das irgendwo bei Steam mal angeschaltet und auch nie wieder ausgeschaltet. Ich hab das seitdem immer an, weil bei Steam ist es so klein, die Zahl, sie stört nicht. Echt, wo kann man das anmachen? Bei Steam musst du bei Einstellung. Bei Steam kannst du einstellen, FPS anzeigen. Irgendwo. Und dann ist die halt, dann hast du oben links in der Ecke wirklich so ganz, ganz klein in Grau. Die FPS, das stört wirklich überhaupt nicht. Einstellung. Ja, mach ich jetzt. Ach ja, genau. Ich hab dir übrigens ein bisschen Deko in dein Haus geklatscht. Um links. Okay. Ist das jetzt sofort schon? Ja, Tobi. Ich hab dir ein bisschen Deko in dein Haus. Dankeschön. Okay, nee, ich muss wahrscheinlich den Spinner starten. Okay, dann aber ja, jetzt. Dann muss natürlich jetzt nicht, ne? Das ist richtig aber tolle Deko. Ich bereite mich schon mal darauf vor, es könnte sein, dass ich hier gleich mal jemanden gebrauchen könnte, wieder um zwei überflüssige Baumstämme zu tragen. Ich fände einen Baum, da sind glaube ich nur noch zwei Plätze auf dem Logsled übrig, also. Wenn du. Ja, es passen halt 3, 4 und einer drauf. Wenn dir das weiterhilft. Sonst kann ich kurz kommen. Warte. Und der Logsled ist. Okay, jetzt ein noch, dann ist er voll. Das heißt, also ein Baumstamm bleibt auf jeden Fall übrig. Ja, okay, ich komme. Oder? Warte, ich guck lieber nochmal. 3, 4 und 1. Ein bescheuerter Baumstamm ist natürlich übrig. Mhm. Ich komme. Warte, vielleicht finde ich ja Bären auf dem Weg. Bären. Ich kann natürlich auch versuchen, so genug Sticks zu finden, um die kurzen neuen Logsets zu bauen. Kannst du gleich einen zweiten Logset mitnehmen. Nee, muss ja nicht. Kannst du gleich noch einen Baum fällen. Aber wenn du nur alleine Baum fällst, ist so. Mach ja halt die ganze Zeit ein bisschen was anderes auch. Okay, wo ist er? Warte mal. Hier. Ah, da. Okay, los. Krass. Wie er sich das Ding immer erstmal so ein bisschen über den Kopf stülpt.
Okay. Den Locksled. Alles Alter, klar. Alter, scheiße. Er hat sich schon wieder überschlagen, der Locksled. Er fliegt! Ja, dann musst du halt ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Locksled. Ich weiß halt echt nicht, was dein Problem ist immer. Ich bin zu flott, ich renn halt immer mit dem Locksled. Ich auch. Boah. Und da darfst du halt nicht so steile Abhänge runter, weil dann überschlägt er sich halt. Du musst halt ein bisschen aufpassen. Das wächst hier alles nach. Ich... Krass. Schon 50 Merigold. So, dann bauen wir jetzt hier mal bei deinem Haus weiter, würde ich sagen. Ja, kannst du mal das Fundament drauf ein bisschen reinhauen. Warte, sonst könnte ich auch noch. Ne, die Bank ist fertig. Gut, dann können wir bei mir ein bisschen was reinhauen. Nice. So. Der Beutel funktioniert. Das ist ja schicke Sache hier bei dir, ne? Das ist auch schon fast so weit wie mein Haus. Ja, fehlen nur noch alle Wände, Tür, vielleicht eine Treppe. Ich meine, mein Haus könnte auch noch ein bisschen Überarbeitung gebrauchen, ne? Also ja, gerade diese Tür ist halt einfach übelst scheiße. Abreißen, neu bauen. Ja, bei mir leider wirklich. Zu. Ist halt der Bescheid, dass das ganze Gras durchs Haus wächst, aber hey. Ja, happens. Weißt du, guck mal, dann kommen die jetzt hier wieder und dann wird sich hier wieder beschwert, dass bei mir Gras im Haus wächst, das nicht. Genau. Ist halt so ein kleiner Junkie. Bist doch der Drogenbaron. Ey, warte, brauche ich dafür Lappen? Nee, ich brauche noch einen Knochen, glaube ich. Ein Knochen. Sag mal, weißt du noch, wie wir letztes Mal das mit dem zweiten Stockwerk gebaut haben? Mit einer Treppe hoch. Also erst die Treppe und dann Custom Floors, oder? Ja. Weil du ja mit der Treppe quasi, musst halt vorkommen. Achso, aber warte mal. Custom Floors geht auch gleich, weil ich kann gleich die Custom Floors komplett draufbauen, warte mal. Ja, aber du kannst, nee, du kannst da nicht Dings, Teile davon entfernen, sondern nur alles. Ach so. Das hatten wir ja doch. Das ist echt so? Also, dann hatte ich das ja halt einzeln gemacht. Custom Stairs. Wo will ich die eigentlich hin? Weiß ich auch nicht. Warum hat sich das denn jetzt wieder Gameplay Crouch Toggle? So. Ja, du kannst es halt nicht Teile davon entfernen, ja, sondern alles. Hab's ja gesagt. Wer schreit hier denn? Ich hol mir noch mal ein bisschen hier was. Noch ein Fuß. Hast du noch einen Kopf? Boah, so muss das passen eigentlich. Nö. Ach, alles offen. Okay, die Decke. Ja, von die Treppe kann ein bisschen steil sein, ne? Ich leg dir mal was hier auf den Grill. Hm. Ja. Upgraded Spear. Ist ein bisschen schief, aber ja, passt schon. Kann ja nicht mal alles gerade sein. Soll halt auch noch ein bisschen. Soll auch noch ein bisschen eigenbaumäßig aussehen. Ja, komm ein bisschen netter rüber. So, hast du mein Haus zugemacht? Naja. Nee. Schaut aber ganz so aus. Hab ich aber nicht. Hm. Was denn nicht? Vielleicht benutzt du mal auch mal einen Namen. Hast du das? Oder du? Ach, vielleicht du. Du warst ich es! Ich bin jetzt dafür, dass Chris das war. Ja. Echt? Was? Stimmt auch. Was? Ja, guck mal, hier kann man reingucken. Er hat mein Haus einfach zugeschlossen. Warte, ich komm mit. Ja, hast du schon deine tolle Wanddekoration gesehen? In dem Fenster? Ich stehe da gerade vor. Ich hoffe, sie gefällt dir. Kann sie gleich. Der Fuß auf dem Feuer müsste eigentlich gleich fertig sein für Knochen. So, aber ja. Was Schlechteres als Knochen kann was, ja nicht. Was, du hast einen Fuse aufs Feuer gepackt? Fuß, du Spassi. Ja, der liegt dann halt so im Feuer drin. Muss mal gucken. Ja,
er chillt da ein bisschen. Voll. Hallo! Hey, ich höre da jemanden. Na, hier sind welche. Zwei. Ach, rechts. Gottchen, ne? Du übernimmst sie. Ah! Sogar. Ja, ja. Okay, wir können die töten. Okay. Ich hoffe, die stören sich nicht zu sehr an uns. Er ist tot? Hört ihr aus? Warte. Ich übernehme mich vor. Was will denn hier? Der will auf die Fresse. Der provoziert ja ein bisschen, ne? Oh, jetzt winselt er dann da, wenn er da so gerade im Sterben liegt. So. Oh, Chris, ich bringe hier mal eine frische Lieferung da vorbei. Hast du schon Ferien-Lockslit oder was? Ach nee, doch nicht, du. Nein, ich habe zwei Tote. Es geht dir nur um die Toten. Ja, was anderes kriegt Chris nicht von mir. Eure Toten. Ich verwerte sie wieder zu Zäunen und brennenden Leichenhaufen. Ja, unsere Gesellschaft ist einfach Recycling pur. Recycling, Mann. Recycling? Das ist Recycling, weißt du, wenn Rehe Fahrrad fahren. So, ich dachte Rehkreisen. Recycling, wenn Rehe Fahrrad fahren. Das ist so eine neue Doku-Soap. Was ist dann, was ist eigentlich dann Cycling? Fahrradfahren. So, echt? Das ist, glaube ich, so. Echt? Cycling? Hm. Radfahren heißt doch Ride a Bike. Ja, aber bei im Dings, na, Urenglischen ja. heißt das Fahrrad ja auch Bicycle. Ja, für zwei Räder. Zwei Räder oder so. Was ist dann ein Sickle? Ein Rad? Unicycle ist ein Rad. Warte, okay. Hast du gerade Hadouken gesagt? Mal Rob kein Zen. Macht überhaupt keinen Sinn, das tut mir leid. Ich finde es immer noch schön, diese Splitter, die da alle abfliegen, wenn du da reinhackst in den Baum. Ja. Oh, sehr hübsch. Da könnte man. Also eigentlich schade, dass man die nicht behalten kann, so diese Sägespäne. So. Aber Sägespäne sind sie, das sind Hackspäne. Wozu? Da können wir Konfetti draus machen. Not implemented yet. It's not implemented yet. Weißt du doch. It is not a bug, it is a feature. Ja, das passt aber nicht. Feature? It's a feature. It's a feature. Let's go, Engling. Is it fisherman's friend? No. Oh. It's the Engling man's friend. Ah. My English is so bad. All this Anglo-Saxes. What? Die Angelsachsen. Achso, ich dachte schon meins Geschlechter. Ich glaube von Sex ja, gibt es keine mehr. Oh, hi! Ich habe ein Torso für dich. Kannst du einen Fink gerne haben. Ah. Oh. Krass. Torsenfreunde, ab in die See. Was? Das hat geklappt. Ey! Ey! Er fliegt! Ja, oh, sie fliegt. Das war ein weiblicher Torso. Oh, sorry. Sie. Ein weiblicher Torso. So, jetzt schwimmt sie. Ja, an einem Torso kann man immer ja, noch erkennen, ja, kann man erkennen, ob es weiblich ist. Das hast du schon recht. Ist ja letztendlich so ziemlich das ist sogar im Prinzip das Körperteil, an dem man am besten erkennen kann, ob es männlich oder weiblich ist. Ja. Du bist Teil meiner Sammlung. Ich hoffe, du freust dich. Ich verbrenne ja, mich. Ja, ich freue mich. Oh, da hat Wanddeko. Oh, hübsch, thank you. Ja, habe ich mir viel Mühe mitgegeben. Gut, gut zu wissen. Weiß ich ja, was ich Hallo, also, mein Freund. Glaub, möchtest du dich nicht hinlegen? Leg dich hin! Da, zu deinen Freunden! Ich wollte gerade sagen, der findet es, glaube ich, nicht so toll, was ich mit seinen Freunden anstelle. Ja, hier. Kannst gleich mit dem weitermachen. Yay! Ich glaube, das war so ein freiwilliges Opfer. Hier, nimm mich! Schlachte mich ab! Er wollte Märtyrer werden. Ich wollte doch nur gucken. Wie? Mehr als einer? Ja.
Ah nee, ach, ach, mehr, ach so. Ein Märtyrer. Ach so, ein Audi? Keine, ja, oder ja, keine, auf jeden Fall keine BMW Isetta. Ah nee, der... Die der, hat nur eine Tür. Der sieht auch nicht gut aus. Knabber hier. Hast du meine Beeren gegessen? Ja, eine. Nein! Ich hab eine Beere gegessen. Oh, oh. Hier sind aber keine mehr. Was? Nein! Ich hab da gerade eine Beere gegessen. Ja, hier sind aber keine. Oh, hier ist wieder eine. Hier ist gerade was gemacht. Kann sein, dass ich den Rest gegessen habe, aber trotzdem. Aber da waren nee, noch Beeren nee, dran am Busch. Ich hatte auch welche. Also ich esse eigentlich die ganze Zeit oder sammle sie ab. Na gut. That's something in the bush. Also ich hole jetzt noch einmal Holz und dann beende ich auch mal die Folge. Ey, wir brauchen noch 32. Ja, aber so geht das nicht. Das ist hier schlicht ab. Mit der Folge nicht so vereinbaren. Ach so, okay. Anarchie. Mit der Folgenlänge. Wir sind schon bei 34 Minuten. Das geht auch nicht. Anarchie. Ich helfe dir mal. Danke. Teamwork. Oh, wir müssen auch den Kassettenrekorder holen. Toll, ein anderer macht. Ich will einen Kassettenrekorder. Ja, das ist sowieso schön auf die Yacht. Wir gehen auf die Yacht. So heißt der nächste Part. Wollen wir dann wirklich auf die Yacht gehen? Ja, nächster Part. Dann heißt, kann ich den auch so nennen. Wir gehen auf die Yacht. Du weißt, wie wir da hinkommen? Ja. Weißt du auch wie? Wir gehen einfach auf die andere Seite des Ufers und laufen dann so lange am Strand längs, bis wir bei der Yacht sind. Besseren Weg weiß ich auch nicht. Ich hab Bären dabei, ich werde nicht sterben. Ich hab auch noch Sachen zum Heilen. Grizzlybären. Hä? Grizzlybären. Ja klar. Ach so, echt? Hä? Ich dachte asiatische Schwarzbären. Oh, oder Pandas. Womit macht man Farbe? Was braucht man für Farbe? Ach, Dresap. Hi. Ach, oi, jetzt geht's wieder los. Ich kann Dings nicht, ich kann kein... Okay, man kann nur 8... man kann nur 8 von den, Heilungsdingern haben. Diesen, Mats. Wo bist du? Ja. Hallo, Vera. Ich sammle noch ein paar Beeren. Nein! Oh Gott. Die kann ich dann im Notfall scheren. Ja. Boah! So ein Bärenfell macht sie immer gut. Beeren. Ach so, mit E. Oder meinst du ein Hubschrauber? Oh. Ah, der war jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Ich meinte eigentlich eher ein Akkuschrauber. Was machst du? Weiß ich auch gerade nicht. Ich habe gar nichts wusste. Achso, du hast deine Treppe fertig gemacht. Eine. Haben, schenke ich dir. Mein Fundament muss auch mal fertig werden. Hey. Yay, noch 8. Toll, funktioniert trotzdem wieder nicht mit den Custom Floors. Ich glaub das nicht. Doch. Du kannst. Ja, du musst sie jetzt einzeln setzen. Och, Menno. Ja, das hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Da hab ich das auch einzeln gemacht. Ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt so bist. Ich bin jetzt sauer. Ey, guck mal, deine Treppe guckt außen raus. So, man kann ich ja nicht Fundament machen, wie ich weiß. Ja. Kann, glaube ich. Man kann, glaube ich, da hochgehen. Drauf. Ja! Hallo! Hey! Wie kannst du außen hochgehen? Cool. Ja, klar. Warte, zeig ich dir. Ja, nice! Ja, nice! Warte, hat eben funktioniert. Der ist doch super. Hey, nicht behindern. Hey, geh da weg! Hey, jetzt geh da weg! Hier, ich bin oben. Hier. Hallo. Ja, Mist. Oh toll, er hat die Treppe trotzdem wieder so scheiße gebaut, dass ich springen muss. Alter, die Treppe ist kacke. Müsste ich eigentlich gleich wieder abreißen. Ja, ich bin oben. Ja, die ist echt kacke. Hey, komm, die muss wieder weg. Die ist echt? Kann man die abreißen? Ich pack die jetzt echt weg, weil die echt scheiße ist. Wie kannst du die dann abreißen? So theoretisch, wenn ich nicht aus Versehen das Haus treffe.
helf dir mal. Sollten wir jetzt ein bisschen aufpassen. Oh. Die Wand. Und eventuell sind die Wand zwischendurch schon mal wieder noch ein bisschen flicken. Ja, ja, hab ich. Warte, ich stell mich mal. Ich stell mich mal nach oben. Ich hoffe, man kann Treppen abreißen. Doch, irgendwann sollte das doch kaputt gehen. Ich weiß nicht, man kann nicht alles abreißen. Haben ja, das macht ja sonst. Das macht ja sonst keinen Sinn, dass wenn es Schaden nehmen kann. Weil sonst könnte man ja. Ja, doch, ich glaube, die Treppe ist. Ja, du kannst sie, glaube ich. Ist auf guten Weg. Warte, ich geh mal raus, geh töten. Und was beim Kampf gut funktioniert, wenn du auf die zurennst und dann schlägst. Na gut, ich würde sagen, wir beenden hier die Aufnahme, ne? Mach das. Mit der misslungenen Treppe. Tolle Sensation. Wir schauen mal, ob wir die abgebaut bekommen. Genau, und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dann und tschüss. Lieber Service, Amazon Express.